Hey Leute, willkommen zurück zu Bro Up, zu Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order mit meiner Wenigkeit, den Benji. Und heute geht's weiter, wie angekündigt, mit der DLC Expansion 1 Curse of the Vampire. Leider sind die Expansions nicht so wie gedacht. Also nur einer von den drei hat wirklich so eine Story-Geschichte, die weitergeht. Bei dem ersten gab es jetzt einen neuen Schwierigkeitsgrad Albtraum. Da müsste man aber erstmal auch auf schwer durchspielen. Das machen wir jetzt nicht. Und die Kraftproben. Die Kraftproben scheinen sowas zu sein wie die Infinity, diese Risse da. Nur ein bisschen anders. Und das wollen wir halt mal hier zeigen, dass man mal sieht, von wegen, was hat dieses DLC auf sich. Wahrscheinlich wird es da bei der einen Episode bleiben. Ja, das je nachdem, ob das jetzt hier nach Spaß aussieht. Ja. Level 5, wie ihr seht, es gibt dann so spezielle Tokens jetzt, diese Shield-Tokens, hier diese blauen. Die kann man im Shield-Shop einsetzen gegen total gute Emotes, warum auch immer, ne? Und einige Kostüme, leider nicht für die Charaktere, die wir spielen. Und vor allen Dingen, was jetzt für uns interessant ist, gegen AEP. Da könnte man auch einfach einen Batzen AEP kaufen und sich freuen. Oh ja. Also das war für diese Sphärobrett-Geschichte. Genau, also hier und die macht man irgendwie auch nacheinander. Ne? Also erst 100 Gegner besiegen, dann Nebula besiegen, stetiger AEP-Verlust. Okay. Und dann nochmal 40 Gegner besiegen. Ich bin gespannt. Jeweils Zeitlimit 3 Minuten. Wie gesagt, Schule 5 müsste machbar sein. Hoffentlich. Also. Ja. Wir sind bereit. Achso, es lädt. Es lädt. Und wir haben 6 Wiederbelebungen. Das ist mehr als sonst. Wahrscheinlich aber hast du die für alle 3 Level nur. Ja, denke ich mal fast auch. Siege in Folge. Achso, wenn du zwischendurch stirbst, kannst du dann im zweiten einsteigen oder was? Oh, sind das die Wiederbelebungen? Wenn du komplett. Nee, Siege in Folge, denke ich, wenn du diese 3 Level hintereinander machst oder was, keine Ahnung. Ach ja, oder generell, wenn du jetzt halt 3 machst und dann machst du die nächste Etappe. Ach so, und wenn du stirbst, musst du die Etappe von vorne beginnen, oder was? Ja. Also was war jetzt? 100 Gegner. Ja, müssen halt... Oh, okay. Ich habe ein Level up gegen Mini-Gegners. Also ihr seht, wir haben zwischendurch ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt Stufe 50 mit den Hauptcharakteren und die... wie heißt die Frau? Ja. Die Elementar-Tussi da. Die Frau von diesem anderen Typen. Zumindest... Die ist Stufe 39. Weil wir wollten unbedingt, oder ich wollte unbedingt bei den Rifts Loki freischalten. Weil Loki ja eigentlich so, ne, ich kann Druckbilder von mir beschwören ist und sowas, ja. Oh, wir haben die Mission geschafft. Ja. Turns out, seine Angriffe sehen einfach nur so aus, als würde er Druckbilder beschwören. Ah, hier kannst du die Punkte in der Belohnung sehen, die du in der Prüfung erlangt hast, sogar um die nächste Prüfung zu starten. Ah, wir haben Punkte. Okay, wir haben Punkte bekommen. Nein. Wie komme ich jetzt zur nächsten? Auf A. Ah. Da, wo weiter steht. Ach so. Okay, jetzt müssen wir Nebula besiegen. Stetiger EP-Verlust. Das ist auf Gegner, mit denen Vampirfluch lastet. Achso, diese Vampirfluch-Geschichte ist es eine Geschichte aus der Erweiterung. Wenn dem Albtraum-Spiel-Modus gibt es Gegner, die so vampirisch Vampirfluch haben, die können irgendwas Besonderes. Frag mich nicht was, aber das ist quasi das. Du nicht wieder nochmal nur drittes Mal alles nochmal durchspielst, sondern dass dann nochmal die Gegner nochmal ein bisschen anders sind und zufällig ein bisschen. Ein Sieg in Folge war da jetzt übrigens 1. Ja. Und wir haben die Leisten so voll, wie wir. Alter. Ach so? Hallo? Level 5, ne? Aber das Lustige ist, das geht so schnell nach oben, die Schwierigkeitskurve, dass man mit Stufe 50 noch bis Stufe 40 irgendwie gut durchkommt. Herausforderungsmäßig. Oder wir sind zu schlecht. Ja. Ja. Weiter? Ja, weiter. Weiter. Nach vorn. Besiege 40 Gegner, städtischer EP. Durch Meistern dieser Prüfung erhältst du Belohnung. Ach so. Nicht wie beim Abi. Naja. Kommt drauf an, Abi. Ist die eine Zahl dir nicht Belohnung genug? Eine Zahl, die dich bewertet? Na, für eine Prüfung hast du ja keine Belohnung gekriegt, musst du es ja alle machen. Das stimmt. Gab ja nicht diese eine. Wir reden immer alle von der Abi-Prüfung, ne? Achso, ja. Ich habe auch keinen Mana jetzt. Gut. Ja, städtischer EP-Verlust auch, ne? Also. Zählt das für alle? Ja, ja.
EP-Verlust gab es hier jetzt einfach. Also keine Erfahrung, sondern halt Energie. Ja, ja. Ja, das wäre mies. Erfahrungspunkte. Einfach, Leute, wisst ihr Level, was? Level down. Da hinten ist übrigens Nebula. Ja, wir müssen halt 40 Gegner besiegen. Ja. Alter, jetzt lass mich doch mal hier in Ruhe ausklopfen. Ausklopfen? Ja. Den Teppich? Ja. Nee, die Fußmatten aus dem Auto. Das machen wir seit Jahren nicht mehr gemacht. Oh Mana! Ich bin voll Mana! Ich auch nicht, weil ich bei mir unten, zumindest im Fahrbereich, Gummimatten hab. Finde ich immer besser. Das stimmt. Habe ich auch. Oh, geil. Nebula ist übrigens dabei jetzt auch gestorben. Ist gut. Hey, 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 Bro. Die Kamera ist schon wieder mal... Warte, kann ich es so machen? Sieht man da mehr? Nicht wirklich, ne? Oh, Mana, Mana! Mensch. Ja gut, dann greift die Gegner nochmal an. Oh. Robin kommt einfach noch rein und... Wo bin ich denn? Ich hasse das. 39, wir können ihn ignorieren. Ja. Aua! Ich konnte ihn offensichtlich nicht ignorieren. Er wollte unbedingt dir noch seinen Hammer zeigen. Oh ja. Yeah. Hammer time. Belohnungsdetails geht... Achso, dann sehe ich das. Das ist... Das ist die Belohnungsdetails. Missionsbelohnung, gehen wir mal auf Belohnungsdetails. Das, y. Ich bin drin in den Missionsbelohnungsdetails. Da siehst du. Aha. Kraft. Ne, so viel Kraftschaden können wir gar nicht machen, und weil die vorher tot sind. 160 Gegner. Naja, du musst halt Gegner. Nur Kraft. Du darfst nichts anderes machen. Ja, okay. Was auch immer. Okay, geht's jetzt weiter? Oder sehen wir einfach bloß ja, die Übersicht auf diesem Bildschirm? Ah, die Punkte zählen für die ganzen drei. Nicht für jede einzelne. Okay, wir haben jetzt 100, dass wir es geschafft haben, und nochmal 250, weil wir cool sind. Ja. Das werden wir jetzt nicht nochmal machen. Oh, Durchhaltemodus freigestellt. Für Gemeisterkraftbomben wird der Durchhaltemodus noch nicht so lange gespielt werden können, bis alle Teams aus dem Feld sind. Das sind meine Gegner umso. Oh. Wie kommt man jetzt in diesen Durchhaltemodus? Wahrscheinlich muss man rausgehen aus dem Menü. Nee. Vielleicht muss er wieder reingehen. Und dann kommt nochmal ein Menü-Unterpunkt. Du meinst hier jetzt rein? Ja. Einmal bestätigen. Mhm. Da oben ist jetzt Durchhaltemodus. Weil wir es einmal geschafft haben. Da ganz oben dieser. Ja, ich sehe. Würde ich jetzt auch nicht machen. Ist eher dann hier, dass wir uns ein bisschen durchprügeln, oder? Ja. Und der unsterbliche Krieg. 4. Besiege Bullseye. Oh, man kriegt einen Punisher dafür. Ernsthaft? Ja. Kann der was? Schießen. Weißt du, was wir nicht gemacht haben? Ein Gastcharakter geändert. Mm. Noobs. Heldenauswahl. Der Punisher ist da auch unten. Und dann ist das Blade oder was? Das eine sieht aus wie Blade. So. Ja, Blade ist, glaube ich, auch dabei. Echt? Ist der... Marvel? Der ist doch nicht Marvel. Ja, natürlich ist der Marvel. Blade ist Marvel? Ja, meine Güte. Was stimmt denn mit dir? Machen wir jetzt Luke Cage weiter einfach? Meine Stufe 8. Wo waren wir denn beim letzten Mal? Ja, bei ihr. Ach, da waren wir. Oder? Ja, stimmt. Ja. Und die anderen... Die hatten wir hier schon. Ja, ja. Luke Cage, Stufe 8. Luke Cage. The right call, denke ich auch. Geben wir dir noch einen... Ach, den gibt man jetzt auch nichts. Ja, aber den müssen wir wenigstens leveln. Kurz, das geht ja schnell. So, hier. Der kann zwar nix. So, ja, zack. Alte Schule. Na, genau. Nee, falsch. Ja, ja. Hier, Fundrate von seltenen ISOs. Gönnung. Kraftprobe. Alter, Menü ist echt hart. Ja, ich meine, der Stufe 8, das ist ja Stufe 10. Ja, sollte reichen. Einmal meistern, mindestens, das kriegen wir auch. Besiege 500 Gegner, Ex-Schaden. Wir müssen mal unser Ex einsetzen, heißt das. Ja, wenn wir es überhaupt aufgeladen bekommen. Ja, keine Ahnung, Mann. Vergiss dann bitte nicht auf bereit zu drücken. Oh, nur 5 Wiederbelebung. Das war die schlimme Musik bei Bullseye. Und der war auch nervig, der ist dann immer weggerannt. Also ein richtiger Fernkämpfer halt macht. Immer wegrennen. Yep. Kiten. Was ist das mit dem Herz? Kriegt man da einmal eine Heilung, wenn man das schafft? Oder es ist einfach nur... ein Bussi.
Keine Ex-Leisten-Regeneration. Aber Ex-Angriffe machen mehr Schaden. Mehr Schaden, normale Angriffe weniger. Also lädt die sich nicht. Gar nicht auf. Und achso, man hat die einmal. Ich würde es machen, wenn er im zweiten Dings ist. Würde ich mal eins machen vielleicht. Mache ich jetzt einfach mal, oder? Dann ja, renn zu ihm hin. Na? Ja, genau, haben wir ins Gesicht. Rennst du weg? Jetzt. Ja, so viel Schaden kann ich. Also. Hättest du jetzt nicht machen brauchen. Aber du wolltest cool aussehen. Ja, ich sage irgendwie gerade nicht so aus, als würde es reichen. Ja, bei mir kommt dann hinten raus noch so ein. Boop. Also, das ist übrigens immer so, keine extremen. Okay, durch Meistern dieser Prüfung werden deine GP teilweise wiederhergestellt. Ach so. Naja, also wir kriegen keine Ex. Also wir kriegen jeder nur einmal Boom. Weil es fühlt sich ja nie auf. Ja, oder nicht automatisch? Es fühlt sich automatisch keine auf. Keine Ex-Leistenregeneration. Ne? Null. Wie bitte? Wie viel? Null. Nada, nix. Also. Und dann halt genügend Ex-Schaden zu machen, ist eine Herausforderung. Was sollen wir überhaupt machen? Gegner töten? Ja. Ich habe nur auf dieses Pony-Dinger geachtet, gar nicht geguckt, was ich überhaupt machen soll. Also, ich meine, Gegner prügeln ist erstmal nie eine schlechte Option in dem Spiel, würde ich sagen. Ja, kann man machen. Ich habe einen ziemlich guten Flächenangriff, der die Gegner ganz schön gut wegflasht. Beziehungsweise könnte ich doch auch das machen. Oh, hab nicht mehr gemacht. Mana. Die Schrift, ne? Die nimmt überhaupt nicht zu viel ein. Nee, ist okay, finde ich. Man merkt nicht, dass es für den Handheld-Modus von der Switch ausgelegt ist. 200 Gegner übrigens. Ich hab's entdeckt links. Hast du jetzt erst entdeckt? Ja, ich hab links nicht kann lesen. Was für ein Zeug? Ich muss ja erstmal bei Google das eingeben, dass es mir vorgelesen wird. Ah. Nicht genug Mana. Ich habe leider heute keinen Mana für dich. Oh geil, voll. Ich bin so voll. Das hört doch mal auf, mir ins Gesicht zu hauen. Also jetzt, wo ich gerade links auf dem Bildschirm bin, muss ich dir recht geben, die Schrift ist überhaupt nicht zu groß. Ja. Kannst noch Mana einsammeln in den letzten Sekunden. Nö. Oh, du kriegst Leben. Schön. 60% plus, das ist. Das ist okay. Jo. Besiege Elektra. Ist das Zeitlimit immer oder tickt das für alle runter? Ich glaube, das ist jedes Mal ein anderes Zeitlimit. Okay. Immer so eine halbe Minute weniger. Erst waren es 5:30, dann waren es 5, oder? Genau. Haut das hin? Hat jemand aufgepasst? Ich weiß nicht. Ich würde so sehr damit beschäftigt, Gegner zu hauen. Ich würde dann einfach beim letzten Level für Wolverine und dem Typen noch Luke Cage noch die Special machen. Ja, der hat jetzt einfach mal Stufe 10. Das ist schön für ihn. Krass, ich hätte gedacht, der kriegt jetzt mehr, während wir hier aktiv sind. Er war Stufe 8, ne? Ja. Ja. Die Gegner sind ja auch für Stufe 10 nur optimiert, also. Oder geben auch nur für Stufe 10 XP sozusagen. Boah, ich raste aus. Die ist frei. Au. Wo ist Wolverine? Komm hier. Wolverine, hier vorne brauche ich dich. Hier vorne. Wo ist vorne? Nicht noch so ein kleiner Boy. Die wollen den kleinen Boy kaputt machen. Haben sie gemacht. Mensch, diese Kamera. Bin ich. Ja.
Kamerakind kriegt heute keinen Preis. Kamerakind? Ja. Aber wo war denn das? Tiger in dem Club, glaube ich. Sie ist, ihr geht's nicht so gut. Sie liegt da so und leuchtet irgendwie. Ist das nicht normal? Weiter. Weiter. Besiege den Punisher, das ist neu. Oh mein Gott, neuer Content! Besiege Dr. Octopus, Kingpin und den Punisher, sobald sie erscheinen. 7 Minuten. Also ist wirklich für jedes Level anders. Yep. The Punisher. Ja, ich sah jetzt nicht. Ich würde mal Luke Cage übernehmen und seinen Ulti machen. Gleich am Anfang. Ja, bevor der uns nochmal oder überhaupt drauf geht. Ja. Ich meine, er behält ja das Special, aber trotzdem. Oh ja, er wirbelt mit seiner Peitsche umher. Das ist irgendwie komisch, Dr. Octopus so normal zu bekämpfen und nicht irgendwie mit irgendeinem Twist. Schönen Twist, ich hätte fast was anderes gesagt, das ist nicht mit seinem komischen Tentakel weghaut, Mist. Was war jetzt? Kommt Kingpin. Ja, ich vermute mal, dass dann der Punisher der Letzte ist. Das stand ja auch so in der Reihenfolge. Der Punisher kriegt dann von Wolverine ein paar Klauen ins Gesicht, habe ich gehört. Ja. Der hat wohl Klauen gefrühstückt. Eieieiei. Uff. Der war ja fast schon unterirdisch. Ich bin dick. Ja, alles Muskeln, ne? Ja, ja. Und schwere Knochen. Die Leute werfen hier mit Bomben. Sind wir denn hier bei Zelda oder was? Hat man nicht so mit so Dodongo besiegt? Ja, King Dodongo. Okay, Wolverine. Ja, machst du? Okay. Oh, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. Das war schön. Das hat richtig was gebracht. Wo rennt denn Wolverine? Ich brauche ihn hier vorne, Mensch. Mensch, Junge. No, ich wollte das mal, ne? Also muss sagen, Spider-Man kann ziemlich viele Kombis machen, ne? Mit allem so ein bisschen. Das ist schon ganz praktisch. Also nicht so wie andere. Chaos Bitch, ja. Alter, hör auf, mir ins Gesicht zu hauen. Na, der schießt einfach mir ins Gesicht. Ist nicht nett. Oh, Level up. Ich glaube, die Level sind nicht exponentiell nach oben gehend, die Erfahrung, die du brauchst. Ja. Sonst würdest du nie bei einer Stufe 10 Herausforderung ein Level abkriegen als 51. Das ist irgendwie Quatsch. Genau, und Big Guns. Bug, den ihr übermittelt. Ach so, weil man online Ranglisten haben könnte. Mhm. Aha. Mhm. Mörderische Beute. Loot! Oh. Kräfte, Synergie, Energieangriffe, mehr Schaden. Normal weniger. Angreifen füllt EP-Leiste auf. Energieangriffe, sagen sie. Mhm. Ich habe zwei. Ich kenne mich mit Synergieangriffen aus. Ultronwächter, der ist das der Schöne? Ich glaube ja. Und besiege Blade. Blade. Also ich mag ja Blade, deswegen hat es mich jetzt gewundert. Weißt du, diesen Blade-Film damals, der schon jetzt mittlerweile ganz schön angestaubt ist. Es gibt mindestens zwei. Drei gibt's. Und die werden natürlich immer schlechter. Der zweite war noch okay, bis gut. Und der dritte, der kann mich kaum dran erinnern. Ich weiß nur, dass er nicht gut war. Und der erste, der hatte richtig Stil. Das ist halt normal, ne? Weil auch alles neu ist mit dem Daywalker und so, war das eine runde Sache. Und bei der 2 war das schon komisch, dass du dann mit den Vampiren irgendwie doch zusammenarbeiten musstest und... Oh, das Rätsel. Oh. Ah, was wie ging denn das? Das kürzeste Blau erstmal. Ich mach grün. Ich mach nicht blau, ich mach grün. Hey. Ich mach weiß. Ja, ich werde geslowt. Oh, und ich werde hier einfach blockiert. Ey, jetzt aber gut hier. Hallo. Energieangriffe, ne? Ja, ist weg.
Alter. Es haut halt ab, wir haben hier ein Zeitlimit. Alter. Lass mich das doch mal hier hinschieben, Mensch. Müssen wir einfach weggehen oder so jetzt hier? Wo bin ich denn? Was weiß ich denn, wo du bist? Vor allem wie viele. Jetzt komm. Zack. Ah, du hast es immer noch nicht gemacht. Ja, yeah, weil da andauernd entweder ein Typ wirklich im Weg stand. Rechts rum, okay. Ja, oder links wäre auch gegangen. Ja, du warst aber weit rechts. Tschüss, Jungs. Tschüssi. Für die Bombe, Alter. Ich glaube, wir haben unsere Kollegen verloren. Ist okay. Beim nächsten Bosskampf. Tü-tü-tü. Boah, die Kamera weiß gar nicht, was sie tun soll. Diesmal bin ich es nicht. Das ist eine fixe Kamera. Hallo, ich brauche Energie beim Fliegen. Voll der Blutmond, Alter. The Blood Moon. Runter. Okay. Aufzug, richtig. Ja, wo läufst denn du hin? Nein, ich bin noch da. Ich wollte dir meine Teleportationskräfte zeigen. Wow. Ich muss diese Tür öffnen. Jetzt gehen wir rein. Und jetzt müssen wir Kingpin besiegen. Schon wieder. Ja. Oh ja, du kannst Sumo oder was? Du siehst schon so aus. Master Sumo. Was war eigentlich? Synergie macht mehr Schaden? Energie macht mehr Schaden. Erhöht ja. EP-Regeneration. Achso, na dann. Friss meine Energie. Eat my shorts. Eigentlich ganz nett, dass sie dann trotzdem sagen, es Energie erhöhen, dass du nicht jetzt nur Leute mit Energieangriffen boostest. Ja. Wo ist er denn? Hinter der Säule. Und ach so, er wirft. Do you even lift? I want you to lift. Und jetzt mein Leben sieht ganz schön niedrig aus. Ja, musst du. Keine Ahnung. Nicht mal Heilung hier hinstellen. Ja. Nicht, dass es unbedingt super viel machen würde, aber. Da ist schon gut. Aua. Also auch die Schadensdinger leveln nicht exponentiell, sonst würde man nicht so viel Schaden fressen. Ja. Das ist alles, glaube ich, also nicht exponentiell, ich glaube, das ist alles linear. Weißt du, Level 1 braucht 10 Erfahrung, das nächste braucht 20, 30, 40. Du, wirst halt, du brauchst halt schon mehr Erfahrung, aber nicht mega viel. Es wäre eigentlich schön, wenn wir ihn töten könnten ohne einen Extra-Angriff. Dann hätten wir einen Extra-Angriff gegen Blade. Ja. Oder kommt der überhaupt dann schon? Nee. Das weiß ich nicht. Ist das erste Level überhaupt? Na, das erste war doch Bullseye, oder nicht? Nee, das war das allererste. Ach Gott. Ich kann mich nicht mehr erinnern, es verschwimmt alles. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn er jetzt mal stirbt. Danke. Boah, das war unnötig anstrengend gerade. Ich dran, das war das erste, ja. Okay. Ja, aber wir können im zweiten die Ex-Leiste und dann kriegen wir direkt, dann so. Kriegen wir direkt Heilung. Besiege 25 Gegner. Projektilangriffe. Mehr Schaden. Du hast sogar ein. Dings hier, ein ISO mit mehr Projektil. Mm. Weil ich glaube, 3 von 4 deiner Dinger sind Projektil. Ich glaube, außer die Kugel. Außer der Kugel ist alles Projektil. Ja, wir haben mal rausgefunden mit diesen ISO. Sonst haben wir Benny oder schrägstrich Spider-Man immer diese mehr Ex-Schaden oder mehr Ex-Auffüllungsdinger gegeben, die nichts bringen unter uns. Und haben jetzt einfach gemacht, dass er mehr Schaden macht. Und mehr Schaden heißt doch mehr Ex-Leister, also das ist deutlich besser. Okay. Komm jetzt mal noch. Dann bitte eine größere Gegnergruppe. Das ist mein Dings auch lohnt. Viel mehr Mind. 1, 2, 3. Ach, was soll's. Ich hätte ja gehofft, der läuft noch rein. Ach, ist er sogar. Ja, der Ende hat's noch geschafft.
heftig, dass dann Stufe 20 oder was das ist, direkt so fordernd ist dann auch wieder. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Nein. Vor allem 25 Gegner und wir haben noch wie viel? 2 Minuten? Das ist irgendwie ätzend. Macht mal eure Dings hier. Ja, warte. Ja, wenigstens 2. Ah. Okay, dann wir sterben. Oh. Das ist ein Projektilangriff, oder was? Ja, ja. Ja. Oh, und jetzt haben wir hier einen dicken. Ja, ja. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das noch aufgespart. Ja, Luke Cage macht auch großes Boom. Oh. Wo ist ein großer? Hast du schon... Okay, ich sollte den hinter dir erwischen, aber... Okay, wir haben jetzt... Ja, es geht schon. Ist das ein großer? Machst du Wolverine oder ich? Mach ich. Gut, Wolverine, wo bist du? Weg mit euch! Alter, hört auf mir ins Gesicht zu. Aua! Der fällt einfach direkt, wenn ich das mache. Ja, mach mal halt deinen Projektilscheiß. Die ganze Zeit. Hallo! Wir haben es geschafft. Mana. Ja, gut. Okay, wenn man jetzt keinen mit Projektil dabei gehabt hätte, wäre es ganz schön blöd gewesen. Mhm, Also ich glaube, man hätte es gerade so geschafft. Besiege die Ultron-Wächter. Verbündete. Und Gegner fügen zunehmend mehr Schaden zu. Nahkampfangriffe, mehr Schaden. Okay. Wolverine. Und ich meine Luke Cage auch. Ja, ich kann auch einfach normal prügeln, ist ja Nahkampf. Hoffe ja, ich. Und ich stehe einfach nur da. Ja, machst einen guten Eindruck. Posen. Mehr Beute! Siege in Folge, also weil das ist jetzt das dritte Level. Da speichert wirklich oben, wie viel man... Ja, dann gibt es bestimmt vielleicht irgendwas, wo es etwas länger dauert. Wenn es mal wieder länger dauert. Was ich mich wundere, ist, mit diesem Unendlich-Modus, dann stirbst du doch irgendwann. Also da gibt es ja keinen Sieg dann mehr in dem Sinne, oder? Ja, dann kriegst du halt... Einfach weiter rennen. Ich glaube, wir haben eine Zeitgeschichte. Oh, müssen sie besiegen oder was? Nee. Nein. Wir müssen auch immer mit den Fenstern ins Haus rennen. Ja. Tschüss. Die kommen rein, gehen erstmal ein bisschen rückwärts. Erstmal! Uff. Erstmal sich zurücknehmen. Schauen hier, die Lage checken. Wie ist das früher? Action Man? Ja. Check die Lage und powerlos! Nein, check die Lage, kling dich ein und powerlos. Ah, siehst du. Meine Erinnerung. Oh nein! Oh. Nein! Nein! Und das unter Zeitdruck. Also hier ist es nicht. Hier, nein. Also falscher Angriff. Rechts, rechts rum und dann links. Ganz außen rechts natürlich. Lass mich jemand durch. Aua! Ich hier. Soll ich das machen? Oder wie geht das hier? Ja, mach mal. Wo ist denn das? Ach hier. Gut, weiter geht's. Hier. Luke Cage hat eine neue Kraft. Wow! Schön für Luke Cage! Ich könnte mal vielleicht dann zwischendurch schon mal leveln, fix. Oder weiß nicht, wie lange wir überhaupt noch machen. So. Sind das jetzt hier? Ja, das sind die Ultron-Wächter. Guten Tag. Ich habe gehört, Sie sind diese Ultron-Wächter. Die wollen Nahkampfangriffe. Ich habe ein Special. Ist die Frage? Eigentlich nicht, ne? Würde ich aufheben für das Letzte, weil... Mister. Mein Synergieschaden hier, der macht schon... Oh. Entschuldigung, ich brauch noch etwas Mana. Da liegt ein Mana, ein großer Mana-Klotz. Ach da. So. Heilung hier, weil man es kann. Einer noch. Ja, stell dich hier rein. Wo auch immer der war. Ja, aber ich hab ihn getroffen. Ja, unten rechts auf der Karte. Zum Glück haben wir keine Geografielehrer anwesend. Die würden sofort ausrasten. Ja. Ich weiß nicht, wie die hieß, aber die war ganz gut. Timer startet bei... Gegner... Schnittangriffe. Das hab ich ja nicht so. Wolverine, wenn überhaupt. Ja. Sieg gegen Gegner, um Zeit dazu gewinnen. Wahrscheinlich einfach... draufhauen. Okay.
Ja, wenn du das so sagst. Ja, weil Schnitteingriffe. Wir können jetzt nicht uns ein Schwert aus dem Po ziehen und dann hier einfach angreifen. Aber wie wäre es, wenn wir eine Milchschnitte hätten? Vielleicht ist Blade ja einfach laktoseintolerant. Er verträgt nur Blut, eigentlich. Laktosefreies Blut. Achso, wir müssen Gegner besiegen, dass wir hier nicht sterben. Die kriegen ja überhaupt nichts rein. Wo müssen wir lang? Rechts dann. Ich nehme mal Wolverine hier, ne? Los, los, hier, hier. Au, au. Ja. Das ist schöne Einrichtung. Ich glaube, das sind keine Schnittangriffe. Ja doch, die... Bloß, weil der halt so ein ordentlicher Blocker war, hat er nicht gefressen. Oh, hier müssen wir wahrscheinlich ein paar... Ah ne, da müssen wir auf den Knopf drücken, aber... Ja, dann drück du auf den Knopf, ich sammle Zeit. Alles gut. Und weiter. Scheiße. Das ist das große Rätsel. Rechts. Uah! War noch nicht drin. Uiuiuiui. Kannst du Gegner... Ernsthaft ganz rechts außen war das. Ja, du müsstest Gegner besiegen, mehr oder minder. Und vor allem ein bisschen... Ich komm schon. Da muss man noch mal ganz zurück und links rum. Mhm. Hier rechts. Hier hoch. Ah, komm noch ein Stück hoch. Ja, ich. Der war noch in seiner Scheißanimation. Oh nein, nein, nicht mich angreifen. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich dir gesagt, Gegner? Nicht mich angreifen. So, und vorne links, glaube ich. Tschüss. Ah, da gab es nochmal einen. Ganz hinten. Mhm. Neun Sekunden. Ich will mir eine Heilung hin. Ja, genau, das wollte ich aufnehmen. Hier, friss. Der unten übrigens ist ein Problem. Ja. Genau, einfach in den Weg stellen ist auch immer eine gute Idee. Ich krieg hier voll die Meise, ey. Komm. Weiter geht's. Ich glaube hier, oder? Ist der nicht der Lift? Okay, eine Minute. Das sieht erstmal ganz gut aus. Weil ich glaube, hier geht's dann direkt. Zumindest ist da ein Lift. Oder müssen wir ihn dann begeben jetzt... zum Heliport? Ja, das sind sie. Und da ist Blade. Okay, da werde ich Blade. Okay. Schön, Blade. Ich bin nochmal reingegangen, wenigstens. Aber wenigstens fair. Ich glaube, wenn du dein Special machst, jetzt gleich. Ja, Spider-Man mache ich schon mal. So, dann übernehme ich Wolverine wieder. Okay, es war nicht mehr nötig. Schön. Das war schön. Bisschen fordernd. Ja, aber es ging noch. Okay. Wir hatten für alles was dabei. Ja, außer also am Ende sozusagen. Hallo, Blade. Ich habe 10. Ich würde sagen, ein Dank geht noch. Danach ist ja eh Schluss. Also könnt ihr mal gucken, was danach noch kommt. Ja, ich denke mal, wird jetzt hier nochmal was freigeschalten. Da unten ist ja noch Platz. Wir spielen dann, wie heißt der Typ? Ja, das ist Moonlight. Moon Knight. Oh. Besiege Loki. 200 Gegner, Elektra und Moon Knight. Okay. Was steht? Stetiger EP-Verlust, EP-Leiste auf, Kräfte-Synergieangriffe mehr, normal, extrem, weniger. Okay. Das hier genauso. Nach besiegen mancher Gegner erscheinen Sprengsätze, die du nutzen kannst. Okay. Stetiger EP-Verlust haben alle Verbündete, Gegner fügen zunehmend Schaden zu. Und das letzte ist. Nichts. Besiege einfach. Ja. Drei Gegner. Okay. Also die ganze Zeit EP-Verlust. Schön. Diese Kugeln, die sind es wert, sozusagen. Die Kugeln.
Golong. Also aber so oder so denke ich, dass jetzt das für die Folge die letzte sein wird. Ja. Oder Prüfung? Wie hieß das jetzt hier? Kraftprüfung? Das ist Kraftprüfung. Prüfungskraft? Kraftprüfung. Kraft bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Kraft. Bei der Macht von, ja. Bei der Macht. Bei der Macht, ich habe die Kraft. Genau. Ich habe es immer andersrum gedacht früher, aber... Das war einfach falsch. Cool. Oh, der frisst gut. Wir hätten mal Luke Cage leveln können. Ja, hätten. Hier, nächste Stufe holst du. Du wolltest zur nächsten Stufe übergehen. Hallo. Danke. Wir sind viele. Achso, du machst, der den Special macht, ist der echte? Geil, die Kleinen geben auch nochmal ordentlich Erfahrung und Loot. Ja, nice. Und so hatte ich mir eigentlich den vorgestellt, dass du so einen in die Ecke stellst, ne? Der mitkämpft und am besten ein bisschen deine Angriffe mitmacht oder sowas. Das wäre ein ziemlich geiler Charakter gewesen dann. Ja. Stattdessen sieht es nur so aus, als ob. Schluss jetzt. Nur bei. Komm. Ja. Gut. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Alright. Und jetzt kommt nochmal. Elektro. Ladebildschirm. Dann kannst du nochmal bereit drücken. Sieg in Folge, warum nur eins? Bei manchen Gegnern erscheinen Sprengsätze. Und die du nutzen kannst. Kannst du dann nutzen, genau. Und wie nutze ich die? Das weiß ich nicht. Auf den Knopf drücken. Und sonst bei euch? Bei manchen Gegnern. Bist du mancher Gegner? Bist du ein mancher Gegner? Der kriegt ja überhaupt nichts rein. Der EP-Verlust ist auch gerade wirklich übel. Ja, du musst halt normale Angriffe kleben, halt richtig krass viel EP dafür. Du musst halt die dann, sobald du die hast, wärst du wie in der Inflation. Ja. Direkt raus das Geld. Aber das schaffen wir. Wir haben jetzt schon 20 Gegner. Wir haben noch keine Sprengsätze gesehen. Also ich nicht. Oh, Tag, Günther. Ich glaube, das ist mancher Gegner. Bitte? War eine Synergie oder was? Ja. Achso, die erscheinen einfach so. Auch. Hier. Ja. Na dann, hier, da hinten, Jungs. Boom! Die machen auch eh Schaden. Das wäre nötig gewesen. Ist mir doch egal. Einfach, wenn man es hat. Da kann man auch ein bisschen schneller hier sein. Da gibt es vielleicht einen Bonus hinten raus. Noch. Nö. Ich habe da einen Ex, aber der macht ja weniger Schaden hier, ne? Hey, Blitz, ich bin voll geblitzt. Halbzeit. Die. 53. Bei 55? Ne, bei 60. 60 müssten wir es dann vollkriegen. Ja, wir haben nämlich alle Fähigkeiten auf 4 halt außer einer und dann brauchen wir 15 Punkte und wir hatten noch 8 oder so. Ja, 60. Exakt. Exactly. Also die lassen auch ganz schön viele Mana-Kugeln fallen mal unter uns. Yep. Das macht es irgendwie ganz nett. Hexbolt. Dafür, dass die Attacke am Anfang scheiße fand, setze ich die jetzt ganz schön oft ein. Weil die einfach so richtig Boom macht. Und was? Ja, wie diese Bomben. Mana aufnehmen. Das war nett. Hier gibt es nochmal schön Leben vor The Boss-Kämpfe. Mhm. Elektra. Also wieder die drei Typen kaputt hauen und dann Elektra. Genau, und alle machen mehr Schaden mit der Zeit. Ich würde es Ulti aufsparen. Für die Bosse? Wobei, wir müssen ja drei Bosse killen. Bis dahin haben wir das Ulti auch wieder voll. Ja, aber da kannst du den ersten Boss mit dem Ulti weg. Und dann hast du keinen Ulti mehr für Moon Knight und dann stehst du da. Ja. Die Max in der Sonne. Ja. Das Problem ist, hier nutzt das Ulti eh nichts, weil die Elektra ist unverwundbar. Oh, müssen wir erst hinlaufen und Rätsel lösen.
Du hast genügend gekauft. Also sind wir in dem Universum, wo du diese Kanülen einbauen musst. Ja, ne, das ist ja fast jedem. Ich erinnere mich, ich kann nicht fliegen, also ich habe keinen Mana. Wir können durchlaufen, ne? Ja, ich wollte eigentlich mal kurz. Nee, leben. Oh. Lass doch einfach laufen! Ja. Wir haben doch keine Zeit. Ich weiß nicht, wie man läuft. Ich kann nur fliegen. Das war nicht ich. Danke, dass du es aktiviert hast. Ich habe einen Pfeil ins Gesicht. Ja, weil ich Kamera nicht sehe, weil da jemand. Ich kann die Kamera nicht steuern, habe ich gerade gesagt. Ja, aber du warst zu langsam, deswegen kam die Kamera nicht hinterher. Mimi. Ich muss normal springen. Bin ich echt nicht mehr gewöhnt. Danke! Ich kriege immer echt ins Gesicht. Ich bin jetzt schon halb tot. Hörst du es nicht klicken? Ja, vielleicht solltest du deinen Ulti nehmen, damit du ein bisschen Leben generierst. Mach ich dann jetzt nochmal. Achtung! Achtung! Warum? Keine Ahnung. Reflex oder das, was? Ja, es war jetzt wirklich einfach nur Reflex. Ich regeneriere kein Leben mit meinem Ulti. Ich regeneriere halt normal ein bisschen Leben, aber hey, wahrscheinlich müsst ihr mich gleich mal wiederbeleben. So wird's laufen, Kammerjäger. Luke Cage, hör auf. Luke Cage. Diese Typen nerven. Komm, so. Die machen zwar nicht so viel Schaden, aber sie nerven wie Hölle. Da hinten sind noch die. Hier. Ja. Noch zwei Gegner wahrscheinlich da vorne. Da wo die Kamera nichts sieht, du bist halb tot. Ja. Luke Cage ist tot. Gut. Ah, Cage. Grüß dich. Komm mit. Komm mit, lauf weg. Wir müssen diese Tür öffnen. Und dann kommt Elektro. Aber wir müssen nochmal nach vorne laufen. Oh, und noch eine Sequenz sehen. Ich werde bald sterben. Das ist keine Untertreibung. Ja, wo bist du? Links. Ach so, ich hatte ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Wow. Ausgewichen. Stirb! Zwei sind tot. Das ist einer zu wenig, ich weiß. Ja, jetzt ist es soweit. Wo bin ich denn? Ach hier. Elektro, grüß dich. Komm. Synergie, ich will irgendjemanden. Greif doch einfach an. Hier, Synergie da. Hier. Chaos unleashed und Ende hier. Schön, wie man weiterhin noch schön Energie verliert. Ja, das ist doch schön. Das ist fair. Oh, das Leben deswegen ist es ein bisschen. Hättest du überlebt? Dann hättest du überlebt. Hättest du ordentlich Leben gekriegt auch. Nebula. Das ist doch ein Pokémon. Nee, Nebulak. Nebulak ist ein Pokémon. Ja. Ronan und Moon Knight. Bereit. Wer war denn Ronan? Na, der mit dem Hammer. Der von der hier. Guardians of the Galaxy Teil 1. Der auch von diesen in diesen fünf Klicken hier ist? Fünf Klicken? Ah, nee, ich weiß welchen. Diesen lila Typen mit Hammer. Nicht von den Sinister 5. Das war so falsch. Gib zu, war lustig. Ja, Chaos Unleashed und zum nächsten habe ich gehört. Diese Sockel verfügbar. Ach, der kommt hier einfach hier direkt noch rein. Okay, alles cool. Au. Normalerweise hat er doch auch eine zweite Phase. Hier jetzt nicht so, ne? Ne. Wie Dr. Octopus wahrscheinlich. Der ist nicht in seinem gewohnten Habitat und hat da ein bisschen Probleme. Ja, wie so ein Panda halt, der sich vermehrt in Gefangenschaft. Jetzt aber hier genau noch Blitz hier. Oh, überall, ja. Was ist los hier? Hier ist ein Licht, ist los. Ich kann die Kamera nicht bewegen. Wäre praktisch jetzt hier ein bisschen, aber es liegt nicht im Bereich des Möglichen.
Okay, ich könnte noch eine Heilung wirken. Das musste ich halt, bevor ich jetzt keinen Mana mehr habe. Du siehst irgendwie aus, als hätte man vergessen, dich zu malen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Jetzt weißt du, so diese Warhammer-Figuren, die du kaufst und bemalen musst. Und bei ihm so, oh, ich habe keine Farbe. Ach, einfach. Ich mache zwar nicht so viel Schaden, aber genügend. Ja, genügend. Ja, cool. Ja, fetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so fix geht. Der Boss jetzt? Ja, generell. Die vier Aufgaben. Vengeance. Oh. Das war's auch schon. Warte, komm. Weiter. Nee, ich würde halt gerne mal gucken, wie viel wir haben, aber das geht nicht. Belohnungsdetails? Habe ich gerade gedrückt. Da kannst du die Belohnung durchgehen. Wow. Und jetzt gäbe es hier noch der Leben. Das ist der letzte? Vielleicht geht's dann noch weiter runter. Nee, beim. Das nächste Add-on haben wir ja schon mal geguckt, das geht bei 25 los. Es wäre die Frage, ob wir hier jetzt noch das machen und ein bisschen überziehen. Na dann komm jetzt hier. Ja, aber los jetzt hier. Also, jetzt auch nicht lange überlegen. Ja, 5, Alter, 5. Besiegen Sie. Ja, erstmal erst durchdrücken. Wir haben noch genug Zeit während der Ladezeit zu gucken. Alter, weil dann gibt es den letzten Charakter hier. Nach dem Besiegen, manchmal gegen wahrscheinlich Sprengsitze. Ansonsten nichts, einfach nur prügeln. Ja. Wakanda. Das ist Wakanda. Alter, das bin ich aber heiß, weil dann hätte man nämlich alle neuen Charaktere hier auch freigeschaltet. Es gibt vier neue Charaktere. Das erste ist halt nur, um warm zu werden. Die vorletzten, also die letzten zwei werden garantiert mit Vampir-Bonus sein. Ja, wobei ich noch nicht richtig gerallt habe, was das ist. Das weiß keiner, das wissen die auch nicht. Also, gut. Das kenn ich, das ist ein Vampir. Tut gar nicht weh. Spam, 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 los. Speedrun. Wobei ich gehört habe, dass die beim Speedrun nicht den Knopf schnell drücken, sondern den Controller so irgendwie wackeln. Ja, Also ich habe das noch nie in Aktion so gesehen, wie das dann aussehen soll, aber... Es gibt auch irgendeinen Typen, der das mit den Zähnen macht. Okay, ist der... Jetzt mal nicht böse gemeint, ist der körperlich behindert, dass nein, er das machen muss? Nein. Okay. Ich habe letztens ein Interview gesehen von einem, der halt wirklich körperlich behindert ist, der nur seinen Mund hat, ja, um quasi zu zocken und halt kann noch seinen Kopf bewegen. Ja. Die können vollwertig zocken mittlerweile, weil die Technik so weit ist, dass du dann mit Pusten, Ziehen, Drücken... Ja, und vor allen Dingen, wie heißt, was dann nicht so beliebt ist, also was du normalerweise als Cheat anhieß, wenn du so Skripte hast, die da bestimmte Tastenkombinationen halt mit einem Knopfdruck machen. Nicht mal zwingt das ist halt echt übel. Also cool. Ja. Was? Ach, das sind so ein Vampirtyp, Wiedergänger. Neuen Kräften haben der Aura bestimmten lassen. Weniger Schergen besiegen, manchmal Wiedergänger zurück. Was? Das ist so ein Vampir halt irgendwie. Was soll man der machen? Der kommt wieder? Wahrscheinlich. Irgendwie sowas. Ich mache hier eigentlich nichts Gezieltes, ne? Ich guck, wo die meisten Gegner stehen und hau einen Angriff rein. Wer ist eigentlich dieser Wiedergänger? Also wo ist der? Haben wir den schon irgendwie besiegt? Keine Ahnung. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Mana, Jungs. Da ist er! Hier, der leuchtet. War der jetzt besonders stark? Ich hab's nicht gemerkt. Er ist auf jeden Fall tot. Glaub ich. Also bei Wiedergänger. Gute Idee. Ich folge dann, wenn die wechseln. Ungefähr hier. Ja, schade, den Wiedergänger. Oh, da war ein Boss. Nach dem Level. Ah, da ist er wieder. Hier, der leuchtet. Der hat irgendeine andere Aura wahrscheinlich. Ja, irgendwie. Oh, da ist noch ein. Wow, das sind jetzt schon zwei. Drei! Langsam zu einer Plage hier. Der eine ist ja schon fast tot wieder. Aber noch 12 Gegner, komm. 2, 1, go. Mana! Okay, das war aber irgendwie trotzdem. Habe ich das Prinzip da gerade nicht so richtig gerallt. Mit den Wiedergängern? Ja.
Ich glaube, die sterben, kommen wieder und haben dann einfach nochmal eine Zusatzfähigkeit oder Buff oder. Also wenn das wie bei Diablo 3 oder so wäre, dann da haben die einfach eine Aura, die halt irgendwas noch macht. Einfach ja, so. So sah es zumindest auch aus. Ah. Also ich habe jetzt nicht schon gelesen. Schon wieder besiege Elektra. Wie oft haben wir die jetzt schon besiegt? Ist das jetzt das dritte oder das vierte Mal? Also, ich weiß nicht, wir haben die ja auch in der Story schon besiegt. Ja, ich meine jetzt aber hier. In dieser einen Episode. Ja. Diese Map. Ach, guck mal, da ist ein Wiedergänger. Er leuchtet grün. Tschüss. Ach, danke. Oh, da ist noch ein Wiedergänger, der leuchtet weiß. Boah, der leuchtet rot. Vor allen Dingen aber, wie groß, Alter. Vor allen Dingen, die überhalten ihre Gegner in der Nähe. Steht da, oder was? Das steht links, ja. Ach, da erklären die das sogar mal. Das ist ja praktisch. Die Lila ziehen alle in ihre Nähe. Hey. Alter. Oh. Die Rot explodieren nach ihrem Ableben. Das ist so ein klassisches Diablo 3, weißt du? Feuer verzaubert, explodieren nach dem Sterben, weißt du? Ja, zieh mich ruhig zu dir ran. Können wir diese kleinen Typen, die sind am nervigsten. Ja. Wieder die über Stachel bewährte reflektieren Schaden. Au! Normale Angriffe teilweise. Besiege sie mit Fähigkeiten. Ja. Ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich will nicht sterben. Ich bin viel zu schön, um zu sterben. Im Spiel. Auch in Wirklichkeit. Ich bin einfach schön. Danke, dass du nichts übrig lässt. Ja, ich möchte ja jetzt gleich heilen. Oh. Das hätte ich an deiner Stelle so gesagt. Ja, ich will ja hier. Für die Gruppe. Ja. Luke Cage, der auch nicht mehr so gesund ist. Nein. Ich meine, der ist ja auch Stufe 13 oder so. Wir sind ja am Stufe 30. Aber das sind alles vampirische Atzen. Also die regenerieren ihre GP. Selber. Also auf einen. Ja. Was ist denn hier? Gecalled. Ja. Um es mal im. I call you. Du hast ein Ulti. Ja, was würde ich dann. Auf Elektra? Ja. Ich bin tot. Wo bist Luke Cage ist auch tot. Gleich. Weiß nicht, ob man ihn einfach auch liegen lassen erstmal. Okay, Luke Cage ist weg. Alter, hör auch auf. Gute Idee. Ich weiß nicht gerade, wen ich hier wiederbelebe. Alter, ich würde mal überhaupt jemanden wiederbeleben, das wäre schön. Okay. Stirb, Kartoffel. Problem ist, wir haben jetzt schon zwei von. Aber wir haben 9, glaube ich. Luke Cage würde ich liegen lassen. Ja. Was? Return to the Fray? Gut, dann halt nicht. Stirb jetzt einfach. Ja. Ich kann keine Heilung mehr setzen, das wäre zu schön. Aber wir kriegen doch jetzt Heilung. Ja. Vor allem für dich 50%. Und 7 noch, na gut. Ja, es klingt doch noch was. 7 für 3 und vorher hatten wir 6 für 3. Extra Griffe mehr Schaden, andere weniger. Ich habe fast voll Ex. Ja, Luke und die anderen beiden haben es auch voll. Ja, besiege Ultron. Okay, du hattest 2 oder 3 Phasen Ultron. Ja, vielleicht hat er doch diesmal keine. Ja, wenn es nur Ultron ist, ist es wahrscheinlich sein Habitat. Original Battle. Okay. Yes. Oh. Die heilen ihre Kumpel. Auch den Boss. Ich mache mal ein Special. Oh ja, genau. Siehst du, wie krass sie den heilen? Die müssen sterben. Sonst geht's hier nicht weiter. Vor allem kriegen die auch ohne Ex-Angriffe wenig Schaden. Ja, ich glaube, die Leisten füllen sich ordentlich auf. Ja, du hast recht.
Ah, das sind nochmal ein paar, die... Ach nee, die explodieren. Ja. Die kleinen. Wo bin ich? Wo ist Alpha? Er könnte mal hier eine neue Phase kriegen oder so. Ja. Und du so... Yeah, get here! Posen! Wo bin ich? Wer bin ich? Wann bin ich? Wow! Wow! Wo bist du hier? Rocken! Calm down. Everything's fine. Eckleiste nochmal voll machen. Komm, das vom nächsten, da gibt's das nämlich nicht mit der Eckleiste wahrscheinlich. Wo ist das denn jetzt? Ach. Was ist das hier mit dir? Ultron. Ah, wenigstens hat Luke Cage noch voll. Oh, schade, dass ich nicht nochmal kloppen kann, dann hätte ich gleich wieder voll gehabt. So. Bam, bam. Besieg die Gefangenen. Oh, ja. Mächtige Schergen werden wiederbelebt. Schön. 4 Minuten für alle einfach. Ja, das werden wahrscheinlich 50 oder 100 sein. Einfach ja, das ist einfach diese. Alle. Das ist eine der ersten Level gewesen, wo du hier noch mit den Guardian of the Galaxy im Gefangenenschiff unterwegs warst. Ja. Yep. Habe ich auch schon 1000 Mal gemacht. Oh. Diese Solo-Ausrüstung mit Hulk. Ja, ja, genau, habe ich ja auch hier probiert. Oh. Habe ich das 5 oder 6 Mal probiert, bis ich es geschafft habe. Ich habe hier ein Explosionsding. Ach, die machen hier, das ist quasi verseucht bei Diablo. Ja. 50. Sieht aber ganz gut aus, ja. Er hat ein Level ab, Luke Cage nochmal. Ich auch. Hier war eine Frage. Oh. Ich hab ein Level ab. Cool. Einer ist irgendwie schwarz. Das hat er seine Sektor nicht geladen oder? Verkohlt. Upsi. Ach, der wird. Das ist ein Wiedergänger. Was steht da? Kampf entwickelt sich völlig anders. Achso, ja. Also, immer. Ich muss mal zweimal töten quasi. Das heißt Wiedergänger. Geht einmal wieder zurück. Bin nicht über los. Jaha. Okay, erstmal auf ihn. Oh, wo ist er denn? Rechts. Das sind oh, mehrere. Nice. Der hat direkt eine Explosion gefressen. Wo ist er hier? Weg! Weg! Das war das vorletzte, ne? Korrekt. Also Special hebe ich auf. Ja. Da ist noch einer. Achso, die kommen jetzt gerade alle. Was zur Mittagspause? Ja, können sie machen. Da oben. Jetzt 2 gibt's wieder. Hier steht zusammen, das ist ja nett. Na komm, so viel hast du nicht mehr. Noch genügend, um mir mal ins Gesicht zu hauen. Jetzt bin ich auch hier. Schwarz. Okay. Bin ich jetzt ein Wiedergänger? Ich bin alle schwarz. Und das heißt. Auf jeden Fall, ja, ist doch gut. Also langsam glaube ich, ist einfach ein Bug. Ja. Also hier, die musst du mit Kräften besiegen, ne? Nicht mit normalen Angriffen. Ja. Ich habe jetzt zufälligerweise eine Kraft. Gerade bereit. Dann hinten bei dem ein bisschen Energie holen und jetzt haben wir keine Kraft mehr, oder? Doch. Grüß dich. Wow. Komm, Luke Cage. Alles gut. Dann machst du den mal bitte. Weil ich, wenn ich ihn jetzt noch angegriffen hätte, hätte ich ja mir noch Schaden gemacht. Das nehme ich mit in die nächste Runde. Ah, das wäre schön. Das wäre so schön. 30%. Ja, aber man kann auch noch weniger geben. Ja. Gerne. Also, nur um mal zusammenzufassen, die Erweiterung spielen wir gerade in einer Episode durch sozusagen, weil das ist ja die Erweiterung. Ja. Mächtige Schergen werden wiederbelebt, sie wird den Meister und Morbus erscheint.
Die Meister, Plural. Also die rosa Typen töten, dann kommt er und dann müssen wir ihn töten. Ja. Wir haben fast alles Special voll. Oder X. X to the Z Exhibit. Da hinten. Links. Einfach weil ich es kann. Ich glaube, schwarz heißt, die sind einfach unbesiegbar. Hier kannst du mal, sind das zwei Meister? Jo, Meister! Seid ihr zwei? Nein, noch einer, irgendwo steht hier noch einer. Da! Oben! Guckt einfach noch dumm zu. Hauen, haut! Nicht hauen? Hauen machen wir nicht! Aua, nicht hauen in the morning. Das Loading, glaube ich, nur. Ah, okay, ist trotzdem. Keine Ahnung, was es macht was. Es macht was mit ihm. Es lässt ihn nicht ganz kalt. Okay. Ah, grüß dich. Der zweite Vampir hier. Gibt es hier schon wieder einen Anführer? Ja. Kannst mal ein Special machen, ja, in die Gegner hier. Hier rechts ist einer. Ist das wirklich? Ja, da halt mal rein. Wir sind noch. Wo ist Morbius? Da. Weg, weg. Oh, da. Ich sehe oben. Da. Da leuchtet rot. Ich treffe alle nur ihn nicht. Ist gut. Irgendwie sterben die Gegner auch ganz normal irgendwie. Ja. Boah, ja, ist in Ordnung. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, wenn die schwarz sind, stehen die wieder auf. Okay. Wo bin ich? Ich denke, wir haben ein Special irgendwie. Ach, was ist das hier? Komm. Wer ist er denn? Ach, hier rechts. Wahrscheinlich ist es der Clou bei ihm, dass alle wiederkommen muss. Ne? Man hat immer, ja, Leute um ihn rum. Typischer Vampirzeug. Uiuiui. Kann doch nix alleine. Oh Gott, ich bin. Was bin ich denn? Ich hatte eine rosa lila Blase im Kopf. Ich hätte gern ein Special, ein Ex. Kann ich bitte ein Ex haben? Nein. Jetzt habe ich. Wo ist er? Wo ist er? Ich bin da. Links. Na toll! Obwohl, reicht noch. Puh. Das war schön. Schön, schön. Hm. Ja. Beenden wir die Sache doch mit einer Netzkugel. Ja. Das finde ich ganz nett. Okay. Das war's. That's it. Oh, von der Welt. Ich bin Jared Leto. So. Und das war's. Das That's ist it. Die Erweiterung. Okay, da wissen wir, was wir das nächste Mal machen, weil die nächste Erweiterung, Spoiler, hat auch nur Kraftprobe. Und so einen komischen PvP-Modus. Aber dazu mehr. Wir werden jetzt in der Zwischenzeit den ganzen Loot ausgeben. Das müssen wir jetzt hier Warum nicht. Warum hast denn du die ganze Zeit bestätigt? Was stimmt nicht mit dir? Ich wollte B drücken. Ich glaube, das reicht hier. Komm, mach aus. Komm. Gut. Das, ne, das nächste Mal vielleicht mit ein bisschen mehr Verstand. Was? Verstand? Ne, also, ja, genau. Wir geben das Loot, was wir jetzt haben, zwischendurch aus. Und machen dann die nächste Erweiterung in der nächsten Folge. Ja. Na, dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.